Also hier bin ich wieder bei der Albion's Dank zurück am Hauptschiff. Ich möchte heute auf einige Probleme ansprechen, die mir aufgefallen sind bei dem Schiff. Und vielleicht können die Entwickler das ein bisschen verbessern, dass das ein bisschen natürlicher wirkt und auch lebendiger wird in dem Schiff selbst. Immerhin verbringt man da die ganze Spielerzeit darin und umso besser das Schiff dann lebendiger wirkt und halt ein bisschen mehr dynamischer und so weiter, umso mehr macht es dann auch einem auch Spaß, damit umzugehen und zu spielen. Was ich gut finde bei denen, was sie gemacht haben, ist das Armaturenbrett, also die Konsole. Jedes Ding hat da seinen Punkt, also auch die Laserwaffen, dann die Raketenbatterien und das Schiff selbst mit seinem Turbo und mit seiner Außenhülle und so weiter. Also, das ist alles hier sehr sichtbar, was vorher in den vorigen Spielen nicht der Fall war. Also, Reunion und Terrenkonflikt musste man den Mod hochladen, um ein Cockpit zu haben. Und da ist auch halt alles nur rumgeflimmert und hat keine Funktion gehabt. Nur, dass es ein bisschen halt schöner aussah. Was auch möglich war, man konnte links und rechts gucken, dann halt bei dem Cockpit, was man hier leider als Kapitän nicht kann. Ich kann meinen Kopf nicht drehen, obwohl ich eine große Scheibe habe vor mir im Schiff, aber ich kann es nicht. Also wenn ich das möchte, nach links oder nach rechts drehen, muss ich mein ganzes Schiff bewegen. Das finde ich ein bisschen schade. Finde ich sehr schade. Ich kann also nicht mal meine eigene Kommandobrücke begehen. Ich kann immer hier nur auf dem Sitz mich platzieren, was einzige Möglichkeit ist, dass ich nach auf der anderen Seite mich gucken, dass ich auf die andere Seite gucken kann, ist, dass ich diesen Bildschirm hochfahre und dann auch auf die andere Seite schauen kann, wo das Mädchen sitzt. Und ansonsten oder meine Mitbegleiterin, wie man das noch nicht mag. Was halt toll wäre, wenn man hier noch ein paar andere Leute mit hinein modifizieren könnte, damit die Brücke noch ein bisschen lebendiger wird. Das wäre nicht schlecht. So, es ist seltsam, die kann ihr Kopf drehen, links und rechts. Ich kann es leider nicht. Und dann habe ich noch ein anderes Problem. Das möchte ich euch dann zeigen. Ich muss auch dann in den hinteren Bereich des Schiffes gehen. So, das ist der Bereich hier. Warum habt ihr alles so tot gestaltet? So aufgemalt. Hier sind keine Bewegungen von den Computer und von der Maschine. Nix. Da rasselt nichts, da scheppert nichts. Wie auf der Handelsstation, da rasselt immer alles. Muss ja nicht rasseln und scheppern, aber Hauptsache da wenigstens Bewegung an Bildschirme. Und wenn es nur flimmert, Hauptsache es ist ein bisschen lebendig. Und alles grau in schwarz und keine sonstigen Interaktionen möglich. Auch die Luke zum Laderaum ist nicht begehbar. Gut, wenn es jetzt kein Lebenserhaltungssystem hat, das Schiff, ist das verständlich, dass das dann aufgeht. Aber wenn es im Hangar steht, kann es auch nicht begehen. Leider nicht. Und dann habe ich hier einen Freizeitraum, den kann ich nicht nutzen. Der ist tote Hose, kann man sagen. Ich kann mich weder hinsetzen, noch weiß ich, wie meine Spielfigur aussieht. Noch der Spiel hier flimmert immer, wenn man fliegt und ich schalte dann aus, wenn man dann gelandet ist. Hier jammert ein bisschen die Kaffeemaschine vor sich hin. Hier ist ein Durchgang, wahrscheinlich ist hier die Notkapsel gelandet von der jungen Frau, wo jetzt in meinem Cockpit sitzt. Klar, das kann man dann begehen, aber man hätte vielleicht so einen Durchgang machen können, vielleicht einen Mannschaftsraum, damit meine Leute, zukünftigen Leute, auch einen Platz finden und nicht hier nur in der Gegend vielleicht herumstehen. Und für was baue ich eine Toilette ein, die ich nicht begehen kann? Wenn jetzt mein Kapitän vielleicht irgendwann mal muss, dann muss er sich irgendwo hier auf die Rampe stellen und irgendwie es laufen lassen. Das ist eigentlich schade drum, gell? Also dann brauche ich auch keine Toilette und mache nicht so einen Raum, wo nicht funktioniert. Also wenn der ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Mass Effect 1, 2 und 3 gespielt habt. Da ist zum Beispiel die Normandie überall begehbar und auch die Kommandobrücke ist viel lebendiger und man kann sogar in den Badraum reingehen.
und kann sich im Spiegel betrachten und das ist eigentlich lebendig, ja. Das macht das Spiel eigentlich aus. Wenn ihr schon sowas gestaltet, müsst ihr es auch ein bisschen mehr lebendig machen und nicht nur so tot und trist. Das ist ein bisschen so ein Tipp, also man müsste ein bisschen mehr hier Möglichkeiten haben, ja. Also sonst ist das Schiff der Frachter oder Transporter, ich gehe mal davon aus, dass die Albion-Stank mehr so eine Fregatte ist. Also kein Jäger, kein Bomber und kein Kreuzer, sondern so ein Zwischending zwischen Korvette und Fregatte. Also, und ja. Die eine Interaktion ist das hier, um auf die Brücke zu kommen. Aber sonst ist hier gar nichts. Das müsst ihr noch ein bisschen verändern, damit es ein bisschen besser wirkt. Immerhin ist das mein Spielerschiff und ich muss auf dem Schiff bleiben, ich kann kein anderes Schiff benutzen. Da habt ihr noch ein bisschen Möglichkeiten, vielleicht einen Mod hochzuladen oder ein paar Updates zu ziehen, damit es ein bisschen schöner wird, ja. Ihr habt wunderschöne Trailer gemacht, aber hier müsst ihr noch viel mehr gestalten, sonst wäre das wieder... Es wäre schade, wenn das Spiel ein Flop werden würde, weil ihr habt euch ja wirklich sehr viel Mühe gemacht. Und ihr müsst ein bisschen mehr Lebendigkeit hier reinbringen, sonst ist das alles so trist und fade und man hat irgendwann keine Lust mehr mit diesem Schiff hier rumzusausen im Weltraum, ja. So, das wäre es eigentlich gewesen, was ich euch noch mit sagen wollte und ich brauche einen Autopilot. Ich brauche für dieses Schiff einen Autopilot, ja, dass ich von A nach Z fliegen kann und zurück, ohne dass ich mal auf der Brücke bin, ja. Und ich brauche außer Kameras, brauche ich auch. Ja, und ich brauche seitwärts oben und einen Verteidigungslaser. Also das sind also ein bisschen meine Wünsche an euch, ja. Ist ja so, man will ja sicher durch den Raum kommen und... Ja. Und wenn mir was Neues einfallen sollte, dann werde ich das in einem neuen Video bringen. Ich werde Pro und Contra dann euch sagen. Und wenn ich irgendwelche Ideen habe, dann werde ich die auch reinbringen und wenn das hier dann umsetzt, haben auch andere noch was davon. So, so viel dazu. Und dann sieht man sich wieder. Also wieder bei dem Spiel. Halt. Wenn mir was Neues auffällt oder wie auch immer. Bis bald. Tschüss.